Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mafia 3. Verzeihung. Und zu dem zweiten Versuch, hier das wegzukriegen, nach der letzten... Gut. Ich habe das ja nach der letzten Folge dann ein Aufnahmepäuschen gemacht zum Rendern und etc. pp. Und möchte jetzt eigentlich nur... Ja, genau das da machen. So. Und, hab danach halt geladen, beziehungsweise die Aufnahme und auch nach der Aufnahme auch das Spiel beendet. Und sprich, jetzt kann man gucken, vielleicht kriegen wir es ja dieses Mal gut geschrieben. Ich bleib mal auf Le Granade. Und lauf jetzt! Lauf! Na bitte! Geht doch! Verfolgung beendet. Suche abbrechen und Streifendienst wieder aufnehmen. Ich wiederhole. Gut, einmal neu laden und es hat also geklappt. Wir haben sie. Juhu, wir haben eine Mission, die ist in dem Abschnitt. Jetzt kann weitergehen. Warum die nach mir gesucht haben, könnte vielleicht... Ich habe mir ein Auto ausgeliehen, dieses hier. Ah, die wollte ich ein anderes, aber das habe ich nicht gekriegt. Keine Ahnung, ob es damit zu tun hatte. Und den Playboy würde ich ganz gerne noch holen. Wenn wir schon mal gerade hier sind. Hier, komm, gib. Ach, da. Ist ja gar nicht mehr weit. Jawohl, hier hinten schön im Garten. Gut einsehbar den Playboy gelesen. Hoffentlich hat er nichts anderes hier gemacht, Herr Besitzer. Das haben wir auf jeden Fall gemacht. Super. So, was können wir jetzt tun? Wir haben jetzt diese beiden Sachen hier, die wir fertig bringen können. Oho, der. Wir machen endlich mal wieder Missionchen. Diese Missionchen und das Missionchen. Und was war hier? Oh, und da gibt es ja auch jetzt die Rennen. Das könnte man natürlich auch mal in Angriff nehmen. Was war da? Bricks, ach nee, da heißt nur Custom, aber Custom will ich gar nicht machen. Und da haben wir Glücksspiel, das müssen wir auch noch machen. Aber wir haben so viel zu tun, es ist so widerlich. Es ist so widerlich viel. So, da ist Cannabis. Bist du da? Ah, da ist Schnaps, alles klar, das sind die drei, die müssen wir dann mal wieder tun. Aber ich glaube, jetzt machen wir erstmal dem Sexgeschäft im gütigen Gar aus. Und töten vielleicht auf dem Weg noch jemanden. Mal gucken, ob wir ihn kriegen. Ja, und dann geht's hoffentlich langsam aber sicher voran. Mal wieder. Und ja, wollen wir mal gucken. Oh. Nein, jetzt ist sie... Gar, in dem Moment wird sie grün. Mies. Ich habe mich gerade gefreut. Yeah, rote Ampel. Und dann wird sie grüne Welle. Und er kommt leider durch. Das finde ich bescheiden. Schnauze. Kann ja auch. Ja, ein Kopf, das ist nicht so gut. Ich habe das Stoppschild dementsprechend jetzt auch überfahren. So, die Ampel wird grün. Ah, das kann doch nicht wahr sein. Hat jetzt echt grüne Welle? Ich könnte jetzt natürlich auch einfach mein Auto da irgendwo in den Weg setzen. Und dann den da sprengen. Nicht so wie beim letzten Mal, wo es ja so ein bisschen nach hinten losgegangen ist, die Aktion. Och, wollt ihr mich denn trollen? Karte! Ich sehe nichts. Wo bin ich? Muss ich mal kurz an der Nase jucken, dann verzieht die Maus. Geh rot! 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 Ey, der fährt auch nur im Kreis hier, ne? So, kann's jetzt mal rot werden. Wieder Kopf, das ist doof. Lalalalalalala. Ich bin ganz unschuldig, klein und süß. Hey, der hat ja einfach die Vorfahrt genommen. Na gut, junge Dame, gehen Sie mal rüber. Nun schneller, ich muss den verfolgen. Mann. Der fährt ja echt nur im Kreis, der Kerl. Blinkt er? Ja, er blinkt. Frechheit. Ah, jetzt fährt er woanders lang. Natürlich. Ich will den erwischen, ich will ihn sprengen, denn das macht so Spaß. Kabumsken, kabem, das wäre so toll. Was hupst du mir ja nicht? Ich bin weit genug von dir weg. Das Problem ist, wenn er jetzt wieder abbiegt, habe ich ein Problem.
Nein, er fährt geradeaus. Kann jetzt hier vielleicht mal eine rote Ampel kommen? Bitte, bitte, bitte. Oh, keine Polizisten in der Nähe. Das wäre noch schöner. Jetzt biegt er doch ab. Fuck you. Wanze! Willst du mich jetzt willst du mich verarschen? Ja, sicher doch, diese aggressiven Säcke. Und jetzt verlieren wir richtig Kohle. 13.220. Oh, shit. Ich brauche einen Raketenwerfer. Hat keinen Sinn. Das hat wehgetan. Yay, wir haben Weg gespart. Das hat uns jetzt auch nur ein Vermögen gekostet. Ja, wir wollen annehmen. Handsome Harry wirkt etwas aufgeregt. Anscheinend vergeht sogar seiner Kundschaft die Lust, wenn auf sie geschossen wird. Ist er zurück im Bordell? Er nennt es lieber En Bel Jardin, wie der Blumenladen nebenan. Aber ja, dort ist er. Vermutlich auf der Suche nach ein paar Titten zum Ausheulen. Sie sind ein kranker Penner, Corley, aber danke für die Hilfe. Ich glaube, dass der hübsche Handsome Harry vielleicht gar nicht mehr so hübsch ist, wenn sie mit ihm fertig sind. Okay, okay, Moment. Ich probiere mal kurz. Verdammt, Zettel her. Soll ja noch heißer werden, was man so hört. Zettel, ich muss mal kurz was aufschreiben, nämlich Handsome Harry. Handsome Harry. Da muss ich mir dann irgendwas Schönes für überlegen. Folgentitel, ne? Wisst ihr ja. Ihr kennt's ja. Wisst ihr ja Bescheid. So. Ach so, Mist aber auch. So. Consigliera, komm her. Und einmal den da bitte. Bin schon unterwegs. So. Nee, dann ist das Geld zumindest da. Hallöchen. Okay, zeig, was du auf Lager hast. Eigentlich brauche ich ja nicht viel. Oh, Munition. Pum, Munition voll. Sehr schön. Dann können wir mal theoretisch schon mal wieder gucken. Schrotflinten. Ja, Schrotflinten. Mal schauen, was gibt's denn so. Ja, die ist also neu. Die Barca. Die Bella. Lupara, Cornell, Elmwood, okay. Deep Riot haben wir inzwischen auch. Die ist noch gesperrt. Was ist das? Eine schöne Schrotflintenmunition. Erhöhte Munitionskapazität. Erhöhte Munitionskapazität. Könnte interessant sein, aber ich brauche eher Nahschub. Und ja, ich gebe es jetzt mal aus. Bevor ich jetzt groß suche und dann doch wieder nichts finde, gebe ich es mal aus. Die schusssichere Weste kaufe ich mir nicht. Bin ich zu geizig für. Fahrzeugmodifikation, na, Sprengstoff, ein Molly für... Kannst du wie Qualmwolke ausstoßen und so dir angelockt. Alle, die sie anlockt, hat noch mehr Verwirrung. Alles klar, macht Rums. Und die Zivilladung haben wir immer noch nicht ausprobiert. Ja, nee, wären zwar nett, aber lassen wir mal. Wie sieht sie jetzt eigentlich mal aus? Schön, naja. Aber halt, da schon ja gerade ausgerüstet. Ist, wir haben die Blackburn. Die Pfaff haben wir. Schaden deutlich runter. Aber der Schalldämpfer macht natürlich viel gut. Da mit Sucher, nee. Die Clipper, Erhöhte Treffergenauigkeit mit allen Pistolen um 39%. Puh, nein. Oh, ja, wir werden hier bald noch sehr viel ausgeben können. Oh, meine Fresse, das wird noch richtig teuer. Gewehre, Spezialwaffen, mal reingucken. Haben wir noch nicht. Ja, genau das bräuchten wir. Automatische, die interessieren mich eh nicht. Ja, wo finde ich sie denn? Da müssen sie hier sein. Genau, Munition voll, gratis Ausrüstung. Die haben wir immer noch. Ne, unsere Camo haben wir ja gar nicht mehr. Wir haben ja eine andere inzwischen dabei, ne? Mayweather. Die Viper, die haben wir ausgerüstet. Die gefällt mir auch. Oh, mit Nachtsicht auch nicht schlecht. Als Gefallen von Vito, wir müssen unbedingt die Gefallen tun. Weil ganz ehrlich, was wir da noch kaufen müssen. So, Treffergenauigkeit mit den Waffen hoch, 5000. Munition wäre natürlich schön. Wir sehen, wir können jetzt inzwischen hier, also ich weiß gar nicht, was jetzt alles noch reinkommt. Ich glaube, die Waffenmodifikationen sind auch relativ neu. Na komm, ich nehme mein eigenes Auto. Oder eins weiter. Ja, außerdem ist das ja jetzt in Kategorien gepackt.
Ne, hier Straßenklasse, Sportwagen, wegen den Rennen wohl auch. Exoten zum Verschroten. Da, 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 da. Samson Duke. Ja, ey, komm, der gefällt mir irgendwie mal so. Oder boah, Griffe Marauder. Diese Fahrzeugfritze. Wer der Erste in allen Rennen? Da haben wir noch ein bisschen was zu tun. Kannst du mir einen neuen Wagen ins French Ward schicken? Ei, ich bringe ihn dir sofort rüber. Ich bin mal lieber freundlich, sonst fährst du mich über den Haufen. Nee, das tut der Fall. Hey, ich dachte, das ist ein Cabrio. Na egal. Vier Räder und ein Motor. Alles, was du brauchst. Das ist eine große Hilfe. So, und dann wollen wir mal kurz den Handsome Harry die Hand schütteln. Und vermutlich irgendwas anderes abschneiden. So, so nur gucken, wo kommen wir hier am besten? Von der anderen Seite sollen wir reinkommen. Da bin ich noch nicht so überzeugt von. Ach, du heiliges Elend. Was ist hier denn Schönes los? Und zwar Dalli. Das könnte jetzt übel werden. Ich glaube, da muss ich mich mal kurz ein Stückchen zurückziehen. Hallo. Na komm. Na komm. Na komm. Hi. Endlich. Uiuiuiui. Denn wir wollen natürlich wieder Sneaky Peaky hier reinkommen. Möglichst nicht erwischt werden. Hallo? Ja? Komm? Ja, mir nicht. Achtung an alle Einheiten. Willst du mich verarschen? Wie bitte? Wie bitte haben die das gesehen? Das ist doch unwahrscheinlich, absolut. Ja gut, hier ist es nur der eine da. Ja, gleich von hinten. Und ade. Na, Stucki? Na, schicke Beine. Aber ein bisschen faltig im Gesicht. War wahrscheinlich schon mal frischer. So. Naja, sollen die Cops da unten ruhig suchen? Ich glaube, hier finden sie mich eh so schnell nicht. Oh. Hä? Wie hat der mich denn gesehen? Ich wiederhole. Verfolgung beenden. Suche abbrechen und Streifendienst wieder aufnehmen. Wie hat der mich denn gesehen? Wie? Ich bin nur so unauffällig hier rein und überhaupt. In so Robi Show. Die sind überzeugt, dass wohlhabend bedeutet, sie seien etwas wert. Da braucht man bloß mal mich anzuschauen. Ich bin stinkreich und vermutlich der unwichtigste Mensch im ganzen Block. Der Schlüssel zu meinem Glück ist, dass ich... Reiß der Hurensohn! Was? Ich am wenigsten vermisse, ist Schnee. Klar, er ist schön, etwa einen Tag lang. Aber selbst wenn ich mir erst am Sankt... Boah, hast ich's gesehen! Er hat mich beleidigt, also... Wer mich beleidigt, kriegt eins auf die Nase. Tralalala, schöner Laden. Oh, Hallöchen. Ich... Und bam! Polizist, mein Sohn. Ihr Neger eignet euch gut für Schießübungen. Ich sollte wohl die Polizei... Schieß mir das Schwarz aus der Seite. Treffe dir von der anderen Seite vor. Oh, super, so viel zu, wir gehen Sneaky Peaky rein. Aua! Können wir das wieder haben? Danke. Können wir das kurz haben? Danke.
La la la. Damn! So war schön. Nicht nur ein. Ja, wenn ich schon mal wieder irgendwo sneaky rein möchte, seht ihr ja, wie es endet. Ja, wie die letzte Katastrophe. Oh. Hm, da kommt wieder einer. Ah, komm. Lässt du das jetzt... Mini. Das ist mies, der hat miniaturisiert. Das ist jetzt gerade echt mies gewesen. Boah, wie fies. Und gemein war das denn bitte? Ich hätte jetzt sicher gedacht, ich bin jetzt tot. What the fuck? So was Ungehöriges aber. Ja, das bringt euch auch nicht viel. Hey, du Arschloch, sieh gefälligst mal nach. Das sah nicht gut aus. Du rufst niemanden an. Nein. So. Der Junge will mich tot sehen. Richtig. Ey. Ja, halt doch mal. Still. Ich treibe ihn raus. Wir kriegen alle ein Stück von ihm. Aber ich zuerst. Ich hab ihn entdeckt. Ah, das kann aber nicht. Das kann doch nicht sein. Da lädt er. Oh. Aus der Hüfte und nicht einen getroffen, obwohl ich mit dem Fadenkreuz drauf war. So mehr oder weniger. Oh. Ah, Gott, Pausen. Bei solchen Spielen darf man nicht keine Pause machen. Jetzt ist zwar nur ein Tag her, aber davor, die war schon wieder zu lang. Ich merke es. Ganz bewusst und dolle. Vor Wut möchte ich jetzt am liebsten den Kopf da noch erledigen. Wir respektieren die Polizeimarke nicht. Hä? Schnauze. Ja, geil, und alles wieder voll. Fickt euch. Ich darf das sagen, das Spiel ist ab 18. Ihr seid ja natürlich auch alle volljährig, die hier zuschaut, ne? Wenn nicht, dann ausschalten, wisst ihr ja. Was liegt an? Nein, hab ich nicht gesehen. Ich mag nicht einmal mehr die Lokalnachrichten im Fernsehen gucken. Genau, ist alles so gewalttätig geworden. Du siehst niemanden mehr. Was haben wir denn hier Schönes drin? Ne? Naja. Nichts, was meinen Geschmack trifft. Warum hat er sich jetzt umgedreht? Warum guckt er jetzt bitte hier in meine Richtung? Muss das sein? Könnte der bitte mal in eine andere Richtung schauen? Ja, jetzt hat er sich umgedreht. So, schön, dass ihr sauer machst. Naja, jetzt muss einer hinter dir herfegen. Tut mir leid, aber ist halt so, ist halt so. Tralalala, da oben ist Medizinschrank, den brauchen wir dringend. Da müssen wir bei den beiden Nasen da vorbeikommen. Sie verarschen? Okay, das wird jetzt dumm, aber ich mache es mal. Nein, dahin! Mein Hund wird dein Kadaver lieben. Manometer! Kampf, aber keine Zeugen, ja. Hey, Schnucki! Na, Süße? Wohin mit den langen Beinen? Wie wär's mit dem Kino, wenn nichts dazwischen kommt? Oh, ja. Sie freut sich schon auf uns. Der atmet doch. Robustes Kerlchen. Ich kaufe ihn mir. Ja, dann mach das mal. Wo bist du denn?
schnappt euch diesen dämlichen Hurensohn! Ja, mein Gast, so stirbst du! Papa ist zu Hause, Arschloch! Hey! Ja, euer Blut. Ich vergieße gleich noch viel mehr. Wo schießt du denn hin? Ja, geil, ich kann nicht durchs Gitter schießen. AAA-Titel. Immer wieder zu sehen. So, ist er du gut hier? Sag doch einfach. Ja, meinen Gast. Da, mehr diesen Sack rum. Was? Ah, ein Kugel hat mich erwischt. Ramm ihm das Ding. Oh. Genau, jetzt auch noch hier Polizei, die hier bitte. Fuck you! Ich hab dich hier! Hier drüben! Ich greif dich auf. Noch was? Ist doch noch die Bullen hier am Arsch, ey, ist doch nicht wahr. Oh. So! Dann sind wir ja schon etwas weiter. Mann. Schön, aber die Einrichtung, muss man doch sagen, die kann gefallen. Wird? Wird? Das ist wahr, ich mach euch fertig. Glaubst du, du kriegst mich auch so leicht klein? Versuch es ruhig. Ja, tu ich. Ich wüsste, wo du bist. Wow, oh, das war ein guter Schuss von mir. Mal ein bisschen selbst loben. Da kommt ja nichts. Und ich schieße immer in die Leistengegend. Ich bin so ein mieses Kerlchen. Das ist echt fies und gemein, was ich mache. So, da bei dir möchte ich aber gerne Hand anlegen. Herzam. Na. Hallo, kleiner Freund. Na, Pornolocke? Wie sieht's aus? Ja, hast Glück, dass ich dich anwerben will, ne? Da hast du echt Glück. Das Bordell, die Mädchen, sogar du. Ihr alle untersteht jetzt mir, klar? Was immer du sagst, Mann. Was immer du sagst. Kluger Mann. So, bevor jetzt dann irgendwie kommt, wem wollen sie das Gebiet zuordnen, müssen wir erstmal gucken. Eigentlich müsste es hier Ihmchen bekommen. Er das, sie das und er dann war vermutlich das hier. Ja, doch, das könnte sein. French Ward müsste an ihn gehen und das war nochmal, wer war denn das? Schlüsselste Verbündete, ich habe die Namen nämlich nicht mehr im Kopf. Hier, Scaletta, an Vito muss es gehen. Gesichert. Oh yeah. Boah. Hei. Ah, okay, alle Fahrzeuge sind auf gegen Aufprallung beschusswiderstandsfähiger. Hm. Büchsenmacher Jean-Baptiste, haben wir natürlich da auch wieder. Bei ihr war ja damals, das war ja ganz am Anfang, da haben wir ja leider einen Fehler gemacht, dass ich da wegen gekillt habe, der mir im Endeffekt viel Geld gebracht hätte. Hier haben wir das nicht so gemacht, ne? Das merkt man dann doch an der Summe. Turbolade, bessere Spitzentempobeschleunigung aller Fahrzeuge. Vollstreckerkommando, haha. Schwere Bewaffnete, erhöhte Gesundheit. Wir stehen noch eine schlimmere Verletzung. Dank Dr. Bruno. Vito wird's kriegen. Ich gucke mal. Kugelsichere Reifen. Ein Traum wird wahr. Wenn ich mal so sagen darf. Aber leider kriegt er es hier. Das bekommt Vito. Weil es halt direkt neben seinem Gebiet liegt. Wir sind im French War. Schick mir ein paar deiner Männer. Ist so gut wie erledigt. Sie sind in 0, nichts da. Puh. Zudem glaube ich, dass er besser zu diesen Etablissements gepasst als Burke. Der wäre wahrscheinlich sein bester Kunde.
Da lassen wir es mal lieber sein. Und Cassandra, ich glaube, die hat da nicht ganz so viel mit am Hut. Ha, ich hab mir fallen die Namen wieder ein. Ja! Ich wusste monatelang nicht, dass Lincoln das Massaker bei Sammy überlebt hatte und ich wusste auch nichts von seinem Krieg gegen Selma Carno. Ist das ja unauffällig? Die FBI hatte keine Akte über Lincoln Clay und ich hatte keine Ahnung von seiner Militärausbildung. Das war ja alles Geheimsache. Sonst hätte ich natürlich nach dem Tod von Richie Doucette 1 und 1 zusammengezählt. Oh yeah. Ja, so eine Militärausbildung kann ja dann doch mal ganz praktisch sein. Zumindest für sowas hier. Wir haben den Blumenladen. Ah, ganz schön langweilig. Okay, die Röslein sehen schön aus. Hupsala. Ah, Nelken können wir auch mal primeln. Was haben wir hier noch so für Gemüse? Ach, ein paar ganz schön nette Pflänzchen sind dabei. Und mein Autochen ist auch dabei. Das ist viel wichtiger. Boah, wir haben das erste Gebiet hier übernommen. Fehlt nur noch alles einzusammeln und was vor allem noch fehlt, ja, jetzt müssen wir hier die Drogen, ne? Big Jims Ärger. Das werden wir aber dann, glaube ich, erst in der nächsten Folge machen. Wir fahren schon mal hin! Juhu! Schnauze! Cooper auch nicht! Ah, dann kommen wir uns erstmal an. Ja. Vielleicht noch ein Modeln mit Klamotten. Sprich, was ist noch. Doch, ist korrekt. Ist korrekt. Alles gut. Man weiß in diesem Spiel nie, wo einen das Navi hinführt. So, mal gucken, ob sie mich hier unten überhaupt finden. So, Consiglieri. Und den Waffenhändler. Und die sind immer noch mit Gefallen verbunden. Komm her. Ich mach mich schon auf den Weg zu dir. Oh Gott, sie findet hier echt runter. Super gepackt, Jung! Jawohl, alles ready, alles rettig. So, Munition ist voll, nehmen wir aber trotzdem mit. Ein bisschen Sprengstoff. Ja komm, einen kaufe ich mir mal. Was aber wichtiger ist, ich brauche nochmal Nachschub. Es ist so zum Heulen. Handel abgeschlossen, bin hier weg. Ja, mal gucken, wie er das... Bitte sagt nie wieder irgendwas über meine Fahrkünste in diesem Spiel. Wenn ihr es bisher noch nicht gemacht habt, dann auch nicht. Guckt euch einfach mal das Elend hier an, was die KI hier veranstaltet. Wie geil. Das ist super. Wie geil war das denn bitte? So, da müssen wir jetzt irgendwo rein, ne? Hallöchen! Ja, und mit dir reden wir aber erst in der nächsten Folge. Zack, da! Daher, vielen Dank fürs Einschalten, Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis dahin! Tschüss!